City Escape im Chili Harbor. Das ist... Oh, blöder Gumba. Das ist die Aufgabe, die wir in diesem Part bekommen. Und ich denke, da werden noch ein paar dazukommen. Aber die werden wir auf jeden Fall lösen. Da bin ich optimistisch. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mario 64 Rainbow Road. Ich war gerade schon wieder verloggt, New Super Mario Bros. Wii zu sagen. Aber nein, diesmal nicht. Diesmal schaff ich's. Und ich bin mir gerade nicht sicher, wo der Stern ist. Aber ich bin mir sicher, den finden wir. Wir haben hier drüben eine Box. Was kann die Box? Aha, eine rote Münze. Noch nicht so relevant für uns. Und das Ding ist einfach, ich weiß nicht warum, aber ich will den Stern irgendwie gar nicht holen. Einfach aus dem Grund, weil diese Musik so geil ist. Okay, jetzt habe ich die Cap auf. Die blaue Cap. Ja. Mit der ist es natürlich gar kein Stress. Und hier ist ein Stern drin. Keine Ahnung. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, City Escape ist jetzt kein Name, mit dem man viel anfangen kann. Ah, okay, der Stern hieß The Cage. Ja, passt irgendwie, ne? Aber ich habe einfach keine Ahnung, ja, was hier mit City Escape gemeint ist. Ich werde einfach durch die Welt laufen und die Sterne sammeln, die mir hier über den Weg laufen. Und ich sehe, da drüben geht's auch hoch. Das wollen wir uns auch direkt mal angucken. Ein blauer Münzschalter, okay. Ganz, ganz viele Gumbas. Und hier geht's hoch. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Damit kann ich arbeiten. Oh, Chuckyas. Es ist irgendwie jetzt eine Tradition geworden, in Hafenleveln Chuckyas einzubauen. Und der wird direkt mal vernichtet. Bevor die hier noch irgendeine Scheiße mit mir macht, wird der sofort mal hier degradiert. Und zwar in den Ruhestand für immer. Oh, General Mario hat wieder zugeschlagen. Und der Typ hat jetzt da unten den Stachel platziert. Das ist so ein Assi. Aber die Stachis sehen einfach in Mario 64 noch so geil aus. Okay. Hier geht's auf jeden Fall hoch. Und hier ist auch ein Stern. Keine Ahnung, ob das der Gesuchte ist. Wir werden es gleich erfahren. Ist das etwa der Gesuchte City Escape Stern? Nö. Er heißt The Highest Point. Was ist denn das? Okay. Suchen wir weiter den Stern City Escape. Das ist gar kein Problem. Ein bisschen was habe ich noch im Petto. Ein bisschen was weiß ich noch. Zum Beispiel, dass es hier unten reingeht. Und da geht es nicht ohne Grund rein. Denn solche Unterwasserlabyrinths, die werden gerne genommen. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ich nehme einfach mal den Weg hier. Und da geht es auch runter. Und hier ist nichts. Verdammt. Oh, scheiße. Ich muss das schaffen. Dann schwimme ich da lang. Gleich ist die Hälfte meiner Luft verbraucht. Oh Gott. Runter. Ja, da ist er. Wuhu. Bist du etwa der gesuchte City Escape Stern? Nö, find the right way. Wollen mich eigentlich alle verarschen? Jetzt habe ich alle gefunden, außer den, den ich finden sollte. Wow, und ich weiß wirklich nicht, wo der ist. Okay, jetzt wird's interessant. Wo befindet sich der gesuchte Stern? City Escape, was heißt das? Aus der Stadt rauskommen. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Oh, und ich komme da nicht hoch. Na dann. Gehen wir doch mal. Oh Gott, jetzt habe ich den kaputt gemacht. Sorry, Lakitu, aber du wirst nicht mit Stachis. Okay, wir gehen mal hier hoch. Und komme ich da rüber? Nein, nicht wirklich. Aber Moment. Hier komme ich hoch. Ja, hier komme ich hoch. Ach, vielleicht da drüben auf den Dächern. Aber dann bin ich hier falsch. Mario, Mario, wo hast du denn den Stern hingepackt? Aber ich bin mir sicher, wir werden ihn jetzt finden. Dreifach Sprung, Wandsprung und... Oh, verdammt. Verkackt. Aber das sieht hier gar nicht so schlecht aus. Hier oben ist relativ viel los. Und wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem Dach. Okay, jetzt an dem Chuckyas vorbei. Darüber nicht catchen lassen. Da ist noch einer. Der direkt mal weg. Nein! Nicht runter! Oh, gut.
Aber hier ist nichts, kann das sein? Hier ist gar nichts. Wurde ich etwa verarscht? Aber da geht's auch hoch. Okay, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hab, ja, da habe ich was glitzern sehen. Da habe ich was glitzern sehen! Da ist er. Yes, man! Da haben wir in Rekordzeit hier alle Sterne gesammelt. Zumindest alle, die wir noch nicht sammeln während dem Together-Part. Wir haben jetzt in Chili Harbor 5 Sterne gesammelt. Mei, toll. Das ist doch super. Wenn wir uns ein bisschen beeilen, dann ist das hier der letzte Part, den ich alleine aufnehmen werde. Obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Den letzten Part, den werde ich nicht, den werde ich auch alleine aufnehmen. So, wir haben an easy jump. Es heißt an easy jump. Wenn man ein Ö verwendet, dann packt man ein N hin, wenn danach ein Vokal folgt. Ja, man, jetzt kommt der Schreber. Oh Gott, es ist schon wieder ein Jump auf so, auf eine kleine Plattform. Und ich habe ihn verkackt. Ich habe ihn verkackt. Der Jump ist nicht easy, ich kann sowas nicht. Sollte der Sterndame mich etwa verarschen? Hehehe, der Jump ist eigentlich voll easy, aber du bist zu kackiest dafür. So, aber jetzt schaffe ich's, pass auf. Oh yeah, aha, aha. Da habe ich es einfach gemacht. Und wir haben den Stern. Here we go. Mario freut sich, ich mich auch. Und wir rasen hier einfach durch die Welten und sammeln die Sterne. Ich möchte jetzt aber nochmal dazu sagen, ich habe den Hack schon oft gespielt. Weshalb es wirklich jetzt vielleicht bei mir sehr, sehr einfach aussieht. Aber nehmt das bitte nicht zu ernst. Ja, also spielt den Hack selber. Dann macht euch selber ein Bild von der Schwierigkeit. Wenn man etwas einfach schon oft gespielt hat und einfach genau weiß, wo man hin muss, dann ist sowas natürlich einfach. Da kann man dann leicht sagen, das ist mir viel zu einfach, Mami. Aber dann spielt man es selber, weil man denkt, ja, bei dem Let's Player sah es doch so einfach aus. Und dann, ja, dann verkackt man ordentlich. Natürlich, der Hack ist jetzt nicht der allerschwerste. Es gibt, mal abgesehen von der Toxic Factory, sind die Welten wirklich machbar. Es gibt wenig Stellen, wo man richtig failen kann. Es ist halt wirklich eher ein Hack, der darauf ausgelegt ist, ja, schöne Welten zu erkunden. Und darin ist er gut. Und deswegen mag ich ihn auch so gern, weil das ist... Das macht für mich Super Mario 64 aus, dieses Weltenerkunden, dieses, ja, ein Abenteuer erleben. Das finde ich einfach cool. Und, hier ist ein Wandsprung und, sieh mal an, ein Stern! Yes! Wuhu! Und, ich stecke gerade in der Klemme. Weil der Frühling beginnt gerade wieder. Das heißt, bei mir beginnt die Allergiezeit. Ja, Pollenallergie, mega ätzend. Auf jeden Fall... Ich habe jetzt heute auch schon die erste Anti-Allergie-Tablette genommen. Ich sorge schon mal vor. Aber gerade läuft meine Nase ein bisschen. Hört man vielleicht auch, dass meine Stimme einfach nicht so pornös geil klingt, wie sonst immer. Aber es ist auf jeden Fall machbar, denke ich. Also es heißt machbar. Es ist auf jeden Fall erträglich. Aber ich habe gerade keinen Tempogriff bereit. Das heißt, entweder... Moment mal, hier ist doch irgendwo so ein Schalter. Das weiß ich doch. Hier ist doch irgendwo... Ein Schalter. Okay, Moment, jetzt stecke ich in der Klemme. Oh, jetzt wurde ich gedisst. Oh, solche Knechte. Hier ist irgendwo ein Schalter, ich weiß es. Ja, da ist er. Oh, jetzt wird's tricky. Yes, Mann. Ich habe ihn verkackt. Okay, aber also ich habe gerade keinen Tempogriff bereit. Aber ich habe auch eigentlich keinen Bock zu cutten. Das heißt, entweder könnte ich jetzt wieder... mitten im Part einfach aufstehen und den Arbeitsplatz verlassen. Das wäre natürlich wieder typisch Hübi, ne? Das wäre natürlich wieder typisch Hübi, der einfach mal mitten im Let's Play seinen Arbeitsplatz verlässt, seine Abonnenten mal kurz für 30 Sekunden alleine lässt, aber es ist gerade wirklich schwer erträglich. Also, Schnäuzen wäre schon echt geil, muss ich sagen. Mal gucken. Beeilung, Beeilung. Fuck! Okay, wisst ihr was? Ich gehe jetzt schneuzen. Ansonsten kann ich mich nicht konzentrieren. Und ich mach's mitten im Part, weil ich geil bin. Huh. Wo sind die Tempos? Huh. Okay, ich hab sie. Ich hab die Tempos. Ich hab sie. Hört ihr mich noch? Keine Ahnung. Boah, Schnodder. So viel Schnodder. Okay. Moment. Oh, Befreiung für die Nase.
Und da setzt sich das Headset wieder auf und ist bereit, weiterzuspielen. Okay, jetzt schaffe ich's. Jetzt bin ich motiviert. Oh, meine Nase ist frei. Oh, geil. So ein geiles Gefühl. Okay, ich drehe wieder ein bisschen hohl. Aber das macht nichts. Ich hoffe, ich finde, heute Nachmittag hat ein Partner schon Zeit, mit dem ich die Parts aufnehme. Das wäre ultra geil. Weil ich habe mega Bock, die mit ihm aufzunehmen. Ich werde noch nicht sagen, wer es ist. Da könnt ihr euch dann schön hier selber überzeugen. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich glaube, ihr kennt ihn. Ich glaube, das reicht, wenn ich das so sage. Er sollte euch bekannt sein, wenn ihr ein Bestandteil der Hübi-Community seid. Und das will ich doch für euch hoffen. Wir sind doch alle eine große Gemeinschaft, eine große Familie. Und da sind wir doch stolz drauf. Okay. Beat the Bad Flowers. Ja, das mache ich doch gerne. Das war die erste. Es sind einfach diese großen Pflanzen, die sich im Gras befinden. Aber nicht die, die da immer pennen, sondern die, die hier, die so erscheinen. Das sind die bösen Pflanzen. So, hey. Stell dich wie ein Mann. Da ist sie. Bam. Kick in your face. Das war Nummer 2. Und die Musik ist so geil. Die Musik ist so geil. Da ist eine. Bam. Einfach mit Marios Fett. Ich finde es auch so geil, wie bei dem Tritt Marios Schuh so anschwillt. Schaut mal. Der wird so mega riesig. Das ist so geil. Das ist so eine geile Animation. Und die feiere ich einfach mega. Oh, oh, hier ist eine rote Münze drin. Oh, shit. Gut zu wissen. Die hätte ich später bestimmt nicht gefunden. Hier sind noch solche, okay. Kann ich da eigentlich unten reingucken? Nein, kann ich nicht. So. Wo sind noch Bad Flowers? Da ist doch bestimmt eine drin. Bam! In your face. Gib mir deine Münzen. Ich brauche sie zwar nicht, aber wenn ich dich schon töte, dann will ich... Dann sollst du immer nicht nutzlos gestorben sein. Dann wollte ich halt dein Geld haben. Dann hat die Polizei ein Motiv, wenn sie den Mörder sucht. Und hier ist keine Bad Flower drin. Okay. Aber hier oben ist doch auch kein Gras mehr, oder? Oh shit, ich habe irgendwo eine verpasst. Es sind, glaube ich, 5 an der Zahl. Also, lass mir das ganze Resümee passieren. Hier war eine drin, Nummer 1. Hier war auch eine drin, Nummer 2. Hier war eine drin, Nummer 3, ne? Ja. Ah, da vorne im Anfangsgras habe ich es vercheckt, oder? Auf jeden Fall, oder auch nicht. Vielleicht auch hier eine drin, Nummer 4. Und da muss da oben noch eine drin gewesen sein. Das wäre dann Nummer 5. Irgendwo habe ich eine vergessen. Irgendwo habe ich eine vergessen, aber... Ich kann ja nicht sagen, wo. Gut, dass ich nicht am Mikrofon sterbe. Aber... Ah, natürlich! Oh, ich bin retarded. Ich bin richtig retarded. Oh. Hier drin. Da. Du. Du bist, glaube ich, die Letzte, oder? Ja. Oh, das war so absehbar. Oh, wie konnte ich das vergessen? Richtig schlecht von mir. Richtig schlecht von mir. Okay, sorry, Leute. Ich habe... Oh, da hinten ist der Sternmaschine. Okay. Ich habe es nämlich nicht ganz gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es den irgendwie nach da hinten katapultiert hat. Okay, also, hier ist der Stern und wir machen den Part jetzt gleich noch ein bisschen länger. Dann hole ich den letzten Stern auch noch und dann gibt es ab dem nächsten Part die Together-Parts, wo wir dann über irgendwelche coolen Themen reden werden. Da freue ich mich mega drauf. Also, der letzte Stern hat das mit einer Eule zu tun. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Baum die Eule war. Das ist das Problem. Ich glaube, der Stern ist, glaube ich, da oben. Ja, da oben ist der Stern. Und ich glaube dann, dass die Eule da drüben irgendwo in dem Baum war. Ich meine mich zu erinnern, dass man relativ weit über die Map geflogen ist. Vielleicht hier. Wie gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal ein bisschen aus. Der Baum da oben könnte es sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Eule, bist du hier drin? Nein, ist sie nicht. Okay. Ich weiß aber nicht, ob man den letzten Stern auswählen muss. Also ob ich erst wirklich die 8 roten Münzen brauche, dass die Eule überhaupt erscheinen kann. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Deswegen kann es auch sein, dass wir gerade
vollkommen umsonst suchen. Ich hoff's ja mal nicht. Aber es ist möglich, ne? Auch hier nicht. Eule. Eule. Wo versteckst du dich? Ich habe ja mal, by the way, selber ein Super Mario 64 Level erstellt. Das war ziemlich cool. Das hieß, ich glaube, Magic Mountain habe ich es genannt. Das war voll geil. Das war so ein großer Berg in der Mitte. Den konnte man außenrum hoch. Da konnte man außenrum hochlaufen. Und dann gab es irgendwann mal so einen Eingang. Da konnte man dann in so eine Höhle rein, wo dann König Bob-omb drin stehen sollte. Aber ich glaube, den habe ich dann nie reingesetzt. Und ganz oben drauf waren nochmal so alte Ruinen. Das war ziemlich cool. So, wenn jetzt der da oben nicht, wenn die Eule jetzt da oben nicht drin ist, was ich ziemlich stark bezweifle, dann glaube ich, kann man die Eule erst aus ihrem Versteck holen, wenn man den sechsten Stern ausgewählt hat. Und meine Vermutung bewahrheitet sich. Alles klar. Okay, dann bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Ab dem nächsten Part wird ein Kollege dabei sein und wir werden über die verschiedensten Themen Nintendo betreffend reden. Und es wird cool. Also ich glaube, ein Thema wird auf jeden Fall das neue 3D Mario sein. Ich denke mal, wir werden viel über die Wii U reden. Und dann, ja, mal sehen. Seid auf jeden Fall gespannt. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi, haut rein.